Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. In diesem Video schauen wir uns mal den Utahsinoraptor und den Utahrhinex an. Welcher der beiden Saurier letztendlich der bessere ist und auf welchen ihr gehen solltet und was diese beiden Saurier so besonders macht, das alles erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Alive. Diese Woche könnt ihr auf meinem Kanal wieder 15 Euro Online-Guthaben gewinnen, sei es PSN, Google Play oder Paysafecard Guthaben. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Neuigkeiten zum Spiel mehr verpasst. Einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr schon bei der Verlosung dabei. Den Gewinner werde ich nächste Woche im Video ziehen. Viel Erfolg euch allen. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, kurz bevor wir uns dem eigentlichen Thema widmen, Ankündigung kam gestern, ich blende sie euch auch ein. Und zwar sollte es ja bei diesen globalen Challenges zweimal einen Premium-Brutkasten geben. Die haben jetzt die Belohnungen geändert auf maximal einen epischen Brutkasten und es gibt jetzt drei Stufen mit Cash, ihr seht das ja. Ich finde das persönlich nicht so schlimm. Überlegt euch einfach mal, so ein Premium-Brutkasten kostet rund 70 Euro und das bei der Menge an Spielern mal zwei, ist das eine ganze Menge, was der Firma da an Geld durch die Lappen geht. Deswegen kann ich es nachvollziehen. Und aus einem weiteren Punkt: Es gibt ja keine Limitierung, wie viel man mindestens machen muss, dass man die Belohnung bekommt. Das heißt, Leute, die gar nichts machen, die vielleicht nur einen Stop drehen oder so, bekommen die gleiche Belohnung wie Leute, die 200 Stops drehen oder was auch immer. Und das finde ich sowieso ein bisschen, meh, das finde ich nicht so nice. Und deswegen finde ich die Belohnung mit epischem Brutkasten gar nicht so schlecht. Das ist nämlich auch zu gebrauchen. Epischer Brutkasten ist sehr nice und es ist auch nicht wenig drin. Gerade die Coins, 15.000 auf meinem Level, ist schon sehr nice. So, könnt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Bin da gerne auch offen für eure Meinung. Ich kann natürlich auch verstehen, wenn ihr da sauer seid und sagt, nee, für das mache ich es nicht. Ich werde aber persönlich trotzdem die Quests verfolgen. Kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema. Und ihr seht die beiden Saurier hier schon eingeblendet, um die es gehen soll. Um den schönen blauen Utahsinoraptor auf der linken Seite und auf der rechten Seite den guten roten Utahrhinex. Die möchte ich jetzt mit euch mal vergleichen und dann möchte ich mal schauen, welcher ist denn der bessere Saurier? Auf welchen sollt ihr gehen oder gibt es da vielleicht keine Entscheidung? Ja, beginnen wir mal mit dem Utahrhinex, mit dem Utahsinoraptor, sorry. Hier seht ihr mal seine Werte. Er hat natürlich die Seltenheitsstufe legendär, wohingegen der andere schon mal einzigartig ist. Ich werde jetzt erstmal auf die einzelnen Werte eingehen und dann schauen wir uns die nachher nochmal im Vergleich an. Er ist selten, die Tierstufe ist Apex, also die zweithöchste Stufe. Er hat 3000 Leben, 1590 Schaden macht er, Geschwindigkeit 127, 15% Panzerung, das macht ihn so ein bisschen besonders und eine kritische Chance von 5%. Er hat vier verschiedene Fähigkeiten. Er hat Critical Impact mit dem 1,5-fachen Schaden und eine 40% Erhöhung der kritischen Chance für eine Runde, Cooldown 2 Runden. Er hatte Distracting Impact mit 1,5-fachen Schaden und der Reduzierung des gegnerischen Schadens, wenn der Saurier nicht immun ist, um 50% für 2 Runden. Ebenfalls 2 Runden Cooldown. Dann hat er noch Instant Charge, also den Blitzansturm, hat Priorität, einfacher Schaden und 75%ige Chance, den Gegner zu betäuben. Er hat noch dazu Slowing Strike, den hat er neu bekommen, genauso wie der Utahrhinex. Damit kann er einfach einen Schaden machen und verlangsamt einfach die Geschwindigkeit des Gegners. Kann also so Selbstverlangsamungen ausgleichen, sodass er im direkten Matchup schneller als ein Tank bleibt. Kommen wir jetzt mal zum Utahrhinex. Er hat die Seltenheitsstufe erstmal einzigartig, ist ja auch logisch, denn er ist der Hybrid vom Utahsinoraptor. Und generell sollte es ja so sein, dass der Hybrid besser ist als sein Bestandteil. Und deswegen kam ja auch der Dragoceratops, dass der jetzt besser ist als der Dracorix Generation 2. Das war vorher definitiv nicht der Fall. Hier haben wir Tierstufe Tyrant, hat 4200 Leben, hat also deutlich mehr Leben, macht 1550 Schaden, sprich, der hat sogar ein bisschen weniger Schaden als der Utahsinoraptor. 127 die Geschwindigkeit, 126 die Geschwindigkeit ist damit auch eins langsamer, hat keine Verteidigung und hat auch nur 5% Kritrate. Das heißt, auf den ersten Blick hat er erstmal nur mehr Leben, natürlich dafür deutlich mehr. Die Werte sind übrigens, müssten die für selber 26 sein. Verliert aber dafür, wenn ihr jetzt Quartett spielen würdet, würde die Karte eigentlich häufig verlieren. Utahrhinex, seine Fähigkeiten. Er hat ebenfalls 4, hat Distracting Impact, genau wie der Utahsino mit dem 1,5-fachen Schaden, den Schadensreduktion für 2 Runden um 50%. Er hat dafür noch Impact and Run. Das macht ihn ein bisschen vielseitiger, meiner Meinung nach, aber dazu gleich mehr. 1,5-facher Schaden, eine Runde Cooldown, eine Runde Delay und direkte Auswechslung auf den nächsten Saurier. Instant Charge hat Priorität, einfacher Schaden, 75% Chance.
einen natürlich zu betäuben. Das hat der, die gleiche Fähigkeit hat der Ute Sinoraptor auch. Und der hat ebenfalls Slowing Strike. Das heißt, sie haben beide drei gleiche Fähigkeiten. In einer unterscheiden die sich. Und zwar Ute Sino hat die erhöhte Crit-Chance für einen Hit mit dem 1,5-fachen Schaden. Und dafür hat der gute Ute Inex Impact and Run mit 1,5-fachen Schaden und der Auswechslung. Ich werde euch jetzt die Werte mal gegenüberstellen und dann möchte ich dann drüber schauen, welche ist jetzt letztendlich besser. Und da kann ich euch schon mal vorab sagen, so einfach ist die Entscheidung nicht. Es ist ganz schön schwer, da auf den grünen Zweig zu kommen. Die Bilder übrigens sind von MetaHub, die haben auch einen Guide gemacht. Ich versuche aber so ein bisschen meine eigenen Gedanken dazu zu bringen. Bin auch nicht so ganz zu 100% an allen Stellen einverstanden mit dem Guide, aber an vielen Stellen auf jeden Fall. Ja, schauen wir uns die Werte im direkten Vergleich an. Und dann sieht man eigentlich auf den ersten Blick, dass der Utasinoraptor hat deutlich weniger Leben. Das ist definitiv seine Schwäche. Utasinoraptor ist squishy. 3000 Leben, dafür hat er aber auch, also er hat 1200 Leben weniger als der Utainex, hat aber dafür 40 Schaden mehr. Wobei man sagen muss, der Schaden ist natürlich einer der Vorteile dieser beiden Saurier neben der hohen Geschwindigkeit, den sie damit in der ersten Runde als auch in weiteren Runden raushauen können. Denn sie haben beide 1,5-fachen Schaden für die erste Runde verfügbar. Und das sind bei 1550 schon dann über 2000 Schaden. Das ist auf jeden Fall für eine Runde für Turn 1 Damage eine ganze Menge. Geschwindigkeit hat der gute Utasinoraptor auch die Nase von Nummer 1 schneller 127. Ist damit schneller als viele Saurier, aber auch langsamer als ein paar andere. Das sind natürlich dann auch beide. Also sie sind langsamer als Indoraptor. Aber die können zum Beispiel den Indoraptor mit dem Slowing und dem Blitzansturm beide ganz gut auch countern. Verteidigung ist der nächste wichtige Punkt. Da gleicht der gute Utasinoraptor so ein bisschen sein weniges Leben aus, wenn man das jetzt vergleicht. Wenn der Gegner mit keinem Panzer durchdringenden Fähigkeit angreift und die 15% oben drauf rechnet, dann sind das immerhin 3450 Leben und dann hat er schon nur noch 750 weniger Leben als der Utainex. Also kann das so ein bisschen schon ausgleichen. Ja, Fähigkeiten hatte ich schon gesagt. Da ist auf jeden Fall ein gravierenderer Unterschied, wie ich finde, was auch so ein bisschen den Vorteil in Richtung Utarinex lenken lässt. Denn er kann sich auswechseln. Das heißt, er kann sich, indem er Schaden macht, wenn er gerade schneller ist, gleichzeitig noch auswechseln, zum Beispiel auf den Tank oder auf eine Swap-In-Fähigkeit. Das kann der Utasinoraptor nicht. Er hat dafür die kritische Critical Impact. Da musst ihr aber beachten, er erhöht die um 40%, hat eine Basis-Crit-Rate von 5%. Das heißt, ihr seid ihr knapp unter 50%, also ist hier auch nur jeder zweite Hit ein kritischer Treffer. Also verlasst euch da definitiv nicht drauf. So, ich würde sagen, vergleichen wir das mal nach den unterschiedlichen Updates. Wäre es Update 1.2 und diese beiden Saurier hätten die gleichen Fähigkeiten, die gleichen Werte. Dort gab es noch keine Swap-In-Fähigkeiten. Und da hätte ich gesagt, Utasinoraptor ist besser, einfach weil er die besseren Werte hat und der 1,5-fache Schaden beim Swap-Out, okay, da muss man schon auf den Tank wechseln, um keinen Nachteil zu haben. Aus heutiger Sicht gibt es Swap-In-Fähigkeiten. Swap-In-Fähigkeiten ermöglichen ein deutlich dynamisches Gameplay, gerade mit Sauriern, die eine Swap-Out-Fähigkeit, wie zum Beispiel Impact and Run haben. Das ermöglicht es einfach. Denn ihr macht so 1,5-fachen Schaden und wechselt im Bestfall einen Saurier ein, der dann zum Beispiel Tragoceratops zweifachen Schaden macht, Blutungsschaden macht, betäubt, was auch immer. Und gerade in Kombination mit solchen Fähigkeiten macht es den Uterinex sehr, sehr, sehr krass. Das kann halt der Utasinoraptor nicht. Vergleicht man jetzt die beiden Saurier mal im 1 gegen 1 Duell und geht davon aus, wir nehmen keinen weiteren Saurier zur Hilfe, sprich, wir nutzen nicht die Uterinex-Fähigkeit mit dem Swap-Out. Höchstens zum Finishen des Gegners. Ja, weil dann wäre der Gegner ja tot und man würde sich dann auswechseln. Das heißt, die könnte erst sehr spät eingesetzt werden. Und da muss ich sagen, im direkten 1 gegen 1 Duell auf gleichem Level hat der Utasinoraptor deutliche Vorteile, denn er ist einfach ist um 1 schneller, 127. Und das gleicht er dann mit dem einfachen Zug, den er mehr hat, aus, weil er halt auch ein ganz bisschen mehr Schaden macht. Der Schaden ist ungefähr gleich, das kann man eigentlich vernachlässigen, aber dadurch, dass er eben schneller ist, kann er eine Runde mehr Schaden machen und würde in einem 1 gegen 1 Duell, wenn man es komplett ohne Mindset spielt, also dass man den Gegner outbrained, sondern einfach so spielt, runterspielt mit den Fähigkeiten, dann ist der Utasinoraptor definitiv der bessere, zumal er auch könnte schneller seine Schadensreduktion beim Gegner einsetzen, sprich der Gegner bringt in Runde 1, falls man es so spielen möchte, weniger Schaden aus. Spielt man in beiden Fällen als erstes den Slowing Strike. Ihr seht schon, es gleicht sich dann irgendwo aus, weil er bleibt im Endeffekt schneller, wenn die gleichen Attacken gespielt werden. Und von daher finde ich es auch, da sie fast gleiches Moveset haben, wenn man sie im 1 gegen 1 vergleicht, finde ich, liegt der Utasinoraptor hier definitiv vorne.
Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Ich habe ja eben schon gesagt, dadurch, dass der Uterinex sich auswechseln kann und die Meta ja genau vorgibt, es gibt Swap-In-Fähigkeiten, die wurden nochmal gebufft, weil es einfach jetzt mehr gibt. Es gibt nochmal mehr Saurier mit Blutungsschaden, mit Betäubung. Einfach gibt mehr Saurier, die eine Swap-In-Fähigkeit haben. Und da muss ich ganz klar sagen, hier ist der Uterinex mein Favorit durch den Swap-Out und den Swap-In. Das heißt, für den Uterinex braucht man ein angepassteres Team, damit er sich lohnt. Sprich, man braucht entweder Saurier, die gut was tanken können. Kyoraj ist auch ein guter Swap-In, der hat noch Gegenangriff, würde also auch nochmal Schaden machen, die Runde. Oder aber diese Swap-In-Fähigkeit wie Betäuben, Schaden, Schaden über Zeit oder sonst etwas haben. Und da finde ich, nach aktueller Meta ist der Uterinex schon vorne. Und von daher würde ich, wenn ich einen von beiden ins Team nehme, ihn auch mit ins Team nehmen. So, das ist aber jetzt wiederum auch nur die halbe Wahrheit. Wenn jetzt jemand und hat nicht die Möglichkeiten von starken Swap-In-Sauriern, es kann ja sein, dass man auf andere geht, dann würde ich hier tatsächlich empfehlen, die DNA zu sparen und auf Utasinoraptor zu gehen, weil der halt eine Killermaschine ist und sicherlich auch auf Level 25, 26 sich richtig krass lohnt, weil er halt so viel Schaden rausbringt. Also, ihr merkt, es ist wirklich nicht so ganz einfach, hier eine Entscheidung zu treffen. Ich für mich persönlich mit meinem aktuellen Team würde tatsächlich Utasino reinnehmen, weil ich einfach nur den Tioratscher als Swap-In-Fähigkeit dabei habe, beziehungsweise mit dem Gegenangriff und dem wilden Angriff als Swap-In. Und ich hätte noch den Flattermann, mir fällt der Name gerade nicht ein, der, nach der neue, ihr wisst vielleicht nicht mal, den goldenen Vogel mit dem Aufhebungs-Swap-In. Und der bringt, finde ich, jetzt nicht so viel. Wenn ich da einen Dracoceratops drin hätte, würde ich definitiv Uterinex nehmen, wegen Swap-Out und Swap-In vom Draco. Da macht ja eigentlich so gut wie jeden Gegner down. Also, so viel soll es gewesen sein zu meiner Meinung. Ich hoffe, ich habe euch meine Gedanken näher bringen können und habe euch so ein bisschen die Entscheidung erleichtern können, auf welchen ihr gehen solltet. Kurz nochmal zusammengefasst. Also, bist Level 20 und ihr habt den Uterinex nicht freigeschaltet, könnt ihr Utasinoraptor super gut spielen. Das ist ein super guter Saurier. Habt ihr dann beide, sag ich mal, auf Level 21, dann müsst ihr gucken, wie kann ich mein Team aufbauen? Kann ich Swap-In-Fähigkeiten mitnehmen, dass ich da einen Vorteil habe? Dann kann man auch noch einen anderen Saurier mit Swap-Out, wie die Loracheus zum Beispiel, mitnehmen und kann so wirklich krasse Kombos spielen. Das ist vom Game so vorgesehen. Das ist ultra stark. Oder habe ich eben nicht die Möglichkeit, solche Saurier? Habt vielleicht Indoraptor dabei, der hat keinen Swap-Out, hab noch einen Torodolasaurus oder Alosino dabei. Und von daher würde ich dann sagen, nimmt einen Utasinoraptor mit. Also, so viel soll es gewesen sein zu meiner Meinung. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Das war mal eine ganz andere Art von Video. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne auch eine kostenlose Bewertung, kostenloses Abo da. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Macht's gut, bis dahin und ciao.